Grüßt euch ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen EPT-Runde in der 3.23 mit hier auf meiner linken Seite dem Vogelmann Chris. Einen wunderschönen, grüßt euch. Ja, gerade schon seine Rüstung bewundert, dass die Adern da drauf so leuchten, finde ich irgendwie ganz geil. So, sag nochmal schnell, wo hast du die her? Also es ist die Ares-Rüstung, also die Vogelrüstung, die mit Ares? Der Talon kam. Die mit der Talon kam, ah ja. Mhm. Das ist ganz geil, ey. Mhm. Weil ich bin nicht so ein Helm, ich bin nicht so ein Fan von dem Helm, weil mir ist das zu schnabelig. Aber an sich die Rüstung ist geil, finde ich. Ich finde, die hat was und die Schreik zum Beispiel hat so einen lilanen Touch. Die Rippen, ja, ne, so sind so lila. Ja. Und dann gibt es ja noch die normale Talon, die hat irgendwie so grün, so grünlichen Touch. So. Ja. Und dann gab es ja damals die Ares-Rüstung noch in Rot. Genau, die habe ich, glaube ich. Genau, genau. Ja, aber ganz geil. Cool. Ja, aber es soll heute nicht um die Ares-Rüstung gehen, Freunde, sondern wir wollen uns heute endlich mal auf den Weg machen, das Wasser zu suchen. Wir werden wahrscheinlich zwei unterschiedliche Schiffe nehmen, damit wir mal ein bisschen mit dem Wasser rumspielen können. Irgendwas mit VTOL-Triebwerken und eventuell irgendwas Schnelles, um mal so eine richtig schöne Welle zu generieren. Ist das eine Bugwelle? Nee, ist eine Heckwelle, ist das wahrscheinlich dann, ne? Ist eine Heckwelle, genau. Eine Swasterwelle. So, in dem Zuge wollen wir auch noch ein paar Vögel finden. Also die Maroks. Maroks. Maroks, genau. Maroks, ja, genau. Ne? Die wollen wir auch finden. Das ist eine gute Idee. Weil ich habe die tatsächlich noch nie gesehen. Ja. Ich habe jetzt den ein oder anderen Kupion schon gesehen. Ja, die haben wir auch schon gesehen. Genau. Und, aber die Vögel irgendwie? Die noch nicht. Und die gibt's hier auf Hörsten? Was meinst du? Ja, ich glaube. Ich habe irgendwie einen Reddit-Post irgendwie gesehen, dass das eventuell am Wasser ist halt, ne? Also das ist so ein, ich sag jetzt mal, wie so eine Möwe, eher so ein Wasservogel ist. Der, ah, okay. Ne, ja, sieht ja auch ein bisschen endlich aus, ne, das Ding. Ach Mensch. Oh, hast du was gefunden? Naja, hier liegt auf dem Boden ein Helm. Dachte ich, also, guck ich mal, was das ist für einer. Ich dachte, hast du Kontaktlinse verloren oder sowas? Nee, aber eigentlich wollte ich mich hinhocken. Aber die haben ja ganz doll was geändert. Und zwar, genau. Hinhocken ist nämlich die C-Taste, ne? Kennen wir ja. Ja, ich weiß. Ich warte noch ab, bis es in die Live-Version kommt. Und wenn das dann immer noch so ist, ja, werde ich das aber so schnell wieder ändern. Aber es hat sich auch noch was getan mit dem Quantum Drive und sowas. Ne? Also ja, ja, deswegen. Mit dem ganzen Tastenbelegen sollte man erstmal warten, bis das Ding dann auch live geht. Und ja, und mit dem Meckern eh. Ne? Immer erst warten, bis es live geht, das Ganze. Genau. Und dann finde ich, beim Meckern sollte es ja trotzdem immerhin konstruktiv sein. Ich meine, dass man mal genervt ist oder sowas. Es ist ja völlig okay, wenn man mal was nicht gut findet, ja? Ja, das hat ja auch nichts mit Meckern zu tun. Also Meckern ist ja meistens weiß ich nicht. Meckern ist eh negativ. Meckern sollte man eh nie. Ne? Immer so, ne, sagen, was man nicht gut findet und warum. Dann schön Issue-Council-Eintrag machen, wenn irgendwas nicht funktioniert, ne? Genau. Oder halt Spektrum-Eintrag, wo man mit irgendwas ganz unzufrieden ist. Irgendwas soll wohl im Zuge der Mantis und dem Quantum-Dämpener ziemlich crazy sein gerade. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen im Spektrum, alles Englisch. Aber irgendwie schrieb der Glenn, dass wohl, wenn das so bleibt, dass die Griefer da wirklich freie Hand haben. Ja, ja. Weißt du, um was es geht? Ja, ich weiß, um was es geht. Und zwar geht es darum, dass die ganzen Quantum-Dampener-Schiffe, also die zum Beispiel die Antares, die Cadiz Blue und ich weiß nicht, wer kann noch den Quantum, ich glaube die Sentinel, ist egal. Jedenfalls geht es darum, dass es so war, dass die Mantis ist ja ein Quantum-Snarrer, also die kann dich ja rausholen aus dem Quantum-Drive. Ja. Und das war immer so um die 20 Kilometer, die hat einen Radius von 20 Kilometer. Und damals war es so, dass der Quantum-Dampener, also der einfach nur das Quantum unterbricht, ja irgendwie so eine Reichweite von 5
5 Kilometer hatte. Ja, ja, so. Jetzt ist es aber so, dass der Quantum Dampener auch eine Reichweite von 20 Kilometern hat. Das heißt also, du schaffst das gar nicht mehr, wenn du ein kleines Schiff hast, aber du bist ja zum Beispiel mit der Vulture unterwegs oder mit einer, was weiß ich, keine Ahnung, mit einer Prospector oder mit einem kleineren Schiff und machst irgendwas und jemand kommt, zum Beispiel mit einer Antares, die ist ja relativ schnell, ja, und mach den Quantum Dampener an, dann hast du keine Möglichkeit, aus dem SCM-Modus in den NAV-Modus zu kommen, weil der ist ja verbunden quasi mit dem Quantum Drive. Ja, und dann kannst du da nicht weg. Du kannst einfach nicht weg. Wenn du dann auch noch ein schnelles Schiff hast, was einen schnelleren SCM-Speed hat, wie zum Beispiel ein Antares, dann hast du da ein arges Problem. Und dann, aber kannst du nicht einfach Vollspeed in eine Richtung knallen? Kannst du ja nicht. Wie willst du das machen? Du musst ja in den NAV-Modus und der NAV-Modus ist gekoppelt quasi mit diesem Quantum. Du kommst da nicht rein. Ah, okay. Genau. Na gut. Na, ich denke mal, die werden das bestimmt noch anpassen. Dieses Ganze sowieso NAV-Modus und SCM-Modus und dies und das. Was für ein Schiff? Hast du eine Sylen? Ja, ich habe eine Sylen. Dann nimm doch mal eine Sylen. Ja. Und ich würde mal eine Valkyrie nehmen, so mit Vitol-Triebwerk. Alles klar, machen wir. So. Schöne Wellen. Gucken wir mal, vielleicht haben wir noch einen schönen Paint hier. Ja, für die Wellen. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Hau da noch einen Paint drauf. Hau da noch einen Paint drauf. So, hier. Vehikel. Man muss sich daran gewöhnen, dass das ganz rechts ist jetzt. Ja. Vielleicht kann man das ja später auch noch irgendwie so hinziehen. Das wäre auch ganz geil. Ja, genial, auf alle Fälle. Na? So, well. Ist denn jetzt dein Mobiglas gerade? Ja, aber es bewegt sich ja halt quasi mit, ne? Ja, ja, genau. Das ist manchmal so ein bisschen komisch. Und manchmal hat man das Gefühl, es bewegt sich von dem Knopf weg. Ne, wo du hin willst, so, und dann so. Ja, genau. So, was nehmen wir denn hier? Oh, ist alles ganz geil. Nehmen wir Weiß oder nehmen wir Grey oder nehmen wir Sage oder nehmen wir Splinter. Komm, wir nehmen Grey, glaube ich. So, mit diesem großen weißen Bobbel hier. Aber da jetzt nicht rangehen hier, komm. So, ich hoffe, er hat's gemacht. So. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So. Attack. Gut, ich bin schon mal im Hangar und warte darauf. Ich bin auch gut. Underway. Ich muss in Hangar 7. Ich muss in Hangar 9. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn wir am Wasser sind. Also, Freunde, bis gleich. Oder Vögel gefunden haben. Genau. Vergesst deine Badesachen nicht, ne? Übrigens. Ja, stimmt. Habe ich unter. Gut. So, Freunde der guten Unterhaltung. Ja, wir hatten einige Probleme hier auf dem Server und überhaupt. Ich musste das Spiel auch mal neu starten, weil meine ganzen Sachen geflackert haben. Jetzt haben wir aber hier so ein bisschen Wasser am Stissel. Ja, und der... Wir sind auch beide übrigens zwischendurch gestorben und So, ich bin auf jeden Fall jetzt hier bei Stanhope. Hier haben wir Wasser. Und ich würde sagen, wir warten jetzt auf den Chris, dass er jetzt mit einem neuen Schiff kommt. Und wir können ja hier mal schon mal so ein bisschen rumäumeln. Ich werde mal die Vitol-Triebwerke nach unten packen. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Also mal schauen, ob ich hier noch die richtige Taste finde. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. War das die hier? Ah ja, die war's. So, dann werden wir mal einfach mal so ein bisschen nach unten gehen und mal schauen. Oh ja, hier. Oh ja. Yeah. Da brutzelt, da kocht es, das Wasser. Sieht ja schon mal ganz nice aus. Naja, irgendwas stimmt mit der Reflexion noch nicht ganz, ne? Wenn man sieht, da hinten im Wasser, da spiegeln sich die Thruster, aber das ist irgendwie noch nicht ganz richtig an der Stelle. So, aber da ist auf jeden Fall schon mal ganz schön was los im Wasser. Junge, Junge. Ganz geil. Da bist du. Ja, gefällt mir. So, was ist, wenn ich jetzt booste? Ist das ein Unterschied? Ich mach nochmal. Oh, ich glaube nicht.
So, dann stellen wir die mal wieder nach hinten. Ja, seht ihr auch, ne, wie da hinten die Sachen dann zurückgehen. Und natürlich die in der Mitte. Das sind natürlich hier die Manövertriebwerke hier unten, ne? Die hier unten die das Gespritzel machen. Ganz geil. So, und jetzt gehen wir mal Gas. Mal gucken, was dann passiert. Ich suche mal ein bisschen raus. So, Vollgas. So, passiert überhaupt irgendwas? Oh ja, oh ja. Oh, schon eine geile Bugwelle. Ja gut, ich bin jetzt schon ganz schön hoch wieder. Aber schon ganz cool. In den Fluss sinke hier. Das geht nämlich mal ganz schnell mit der Valkyrie. Die sinkt ganz schön ab. So, ein bisschen tiefer gehen nochmal. So, machen wir ein bisschen hier. Das war schon wieder ganz schön knapp, Freunde. Ja, und da bin ich auch schon wieder gestorben. Ja, Freunde, Wasser ist wirklich absolut tödlich gerade. Das müsst ihr nur berühren und dann ist sofort vorbei. Ja. Schlimm ist, ich bin gerade da. Da ist egal. Wir haben das jetzt gesehen. Jetzt nehme ich mir auch nochmal ein kleines Schiff und dann sind wir gleich an der Stelle wieder am Start. Bis gleich. Was hast du, eine Gladius? Ja. Dann nehme ich auch eine Gladius. Also bis gleich, Freunde. So, Freunde, ich bin wieder da mit der Gladius und sinke langsam zu Boden, denn der Quantum Drive ist noch nicht beendet. Aber gleich. Und zwar. Das hatte ich eben gerade auch. Jetzt geht er wieder hoch. Er geht wieder hoch. Jetzt geht er wieder runter und bounzelt sich ein. Und gleich da ist Samolski. So, und schaut euch mal diese schönen Wolken an. Wir gehen mal einfach nicht auf den Quantum Drive rein. Schaut euch mal diese Wolken an. Sehen die nicht toll aus? Herrlich, oder? Hier. Nice, Homart. So, da hinten ist der Headless Chris. Und da fliege ich jetzt hin. Und dann werden wir noch mal so ein bisschen hier durch die Gegend spritzen, würde ich sagen. Mit unseren Katleten. Katlussen. Katlussen. So, und stellt euch mal vor, hier gibt es dann irgendwann auch so große Fische, die dann irgendwo auftauchen und so. Ach, herrlich. Ja, wir würden uns erstmal mit einem Vogel zufrieden geben. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Ja. So, da hinten ist der Chris. Ich würde jetzt mal Folgendes machen, Chris. Ich werde mich mal hier jetzt an das Ufer begeben, da mal landen. Und du knallst mal so richtig rüber, so ganz tief über mich. Ich will mal wissen, ob deine Welle auf das Ufer schwappt. Warte mal, gehe ich auf alle Fälle noch ein bisschen, fliege ich ein bisschen zurück. So, und ich will den Schaum sehen, den der Typ in seinem Kochtopf gemacht hat. Den gucken wir uns jetzt hier unten mal an. Ich denke mal, der wird hier sein. Ja, ich finde den Übergang von Wasser zu festem Grund, ja, oder das kann ein Stein sein, wie auch immer, finde ich noch nicht so optimal. Das finde ich, das ist noch zu fremd irgendwie. Ich kann es nicht anders erklären. Ich zeige euch gleich nochmal genau, was ich meine. Ah, die Cutlass, die hat einfach so ein geiles Geräusch, finde ich. Redest du jetzt von der Katlass oder redest du von der Gladius? Gladius. So, hier werden wir den Schaum haben, denke ich mal, ne? Jawohl, ne? Da ist der Kochtopfschaum. Sehr cool. So, und hier so, ja, wohl doch, na. Ja, man sieht halt, dass das halt eine Textur ist, die von unten kommt, ne, die von unten vom Boden so durchdrückt und das darf halt eigentlich nicht sein, ne, dass das hier so auftaucht, ne, das muss halt einfach, oh hier, und Fußabdrücke haben wir auch, es muss halt einfach von oben kommen irgendwie, aber ich glaube, das ist alles gar nicht so einfach. So, wo ist er? Da ist er, so, dann gib mal Gas, mein Hase. So, bist du dir sicher, dass ich jetzt schon Gas geben soll? Ja, einmal richtig schön über mich rüber, Naja, über dich ist gut. Wo bist du denn? Also, was ist denn da eigentlich hinten nach? Das ist mein Wrack wahrscheinlich, ne? Auf 4,1 Kilometer, ne? Ah, okay. Ja, ja. Siehst du mich nicht? Nee. Warte mal, muss ich noch ein bisschen zurückfliegen? Kann man eigentlich... Nee, das geht nicht. Ein FPS-Ping geht noch nicht. So, aber was geht jetzt, Freunde? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier hinkriege. Auf der Oberfläche. Man kann jetzt eine...
Ah ja, hier, guckt euch das an. Da ist mein Schiff, aber man sieht halt keine Oberfläche. Man kann jetzt einen Marker setzen. Wenn man hier jetzt auf das hier, glaube ich, geht, so, dann kann man jetzt hier, obwohl hier geht das nicht, aber auf der Station könnt ihr euch einen eigenen Marker setzen. Das ist total cool. So, dann da vorne bist du, in 3, noch was Kilometern, ich komme mal ein bisschen näher. Genau, und dann knallst du mal so richtig über mich rüber, so. Ich will mal wissen, ob deine Welle hier so rüber schwappt. Okay, dann muss ich mich jetzt erstmal wieder auf Höhe begeben. Ach, da ist wie die Sylen, die schwappt auch so richtig schön noch. Ja, wir haben einige Schiffe versenkt hier schon. Ah ja, da ist sie, ich sehe sie. Da floatet sie rum. Okay, so. Ja, die Sachen schwimmen jetzt halt auch, ne? Ist auch ganz cool. So, ich richte mich aus auf dich. So. Gut. Alles klar. Ich wäre bereit. Vollgas. Du auch? Dann letzo fetzo. Und schön tief, ne? Ja, ja. Oh, da kommt er. Und ich sehe jetzt schon die Welle. Geil. Boah. Alter. Ja, naja, geht. Also es schwammelt hier so ein bisschen auf jeden Fall, auch ein bisschen doller, aber so eine richtige Welle kommt noch nicht. Aber sah schon mal ganz geil aus. Sehr schön. Nice. Ich habe auch extra noch geboostet, weißt du? Voll gut. Gut, dann würde ich ja sagen, als nächstes machen wir mal so, machen wir mal einen Parallelflug. So tief. Oh, weia. Mhm. Das schreit schon wieder nach Sterben. Komm, Sache nicht so laut. So, komm her, machen wir das jetzt so. Zack. Triebwerke an. Oh yeah. Oh, die Glasius, ey, die hört sich so gut an, ey. Pass auf, dann können wir ja. Lass uns mal hier so 100 Meter weit ins Wasser rein und dann. Let's so fett so einfach in diese Richtung da. Ja, okay. Aber hier am Anfang sind noch Steine, das wollen wir ja natürlich nicht haben. Ja, genau. Ich gehe tief und richte mich mal zum Horizont aus. So kann ich dann auch nicht tiefer sinken, hoffe ich. Und dann gehe ich in der Außenansicht und gucken wir uns das mal an. Mhm. So. Bist du soweit? Moment, ich muss mich auch selber ausrichten. Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir so schräg. Okay, bei mir ist das. Naja, okay. Ich guck dich gar nicht an. Was war jetzt? Du bist jetzt explodiert bei mir. Aber warum? Keine Ahnung. Und oh, wie das Wasser spritzt. Das sah ganz geil aus. Aber warum ich explodiert bin, Freunde, ich kann's euch nicht sagen. Wahrscheinlich war da irgendein unsichtbares Schiff. Vielleicht. Oh Mann, ey. Und da kommt er wieder rein in die Wolken zum x-ten Mal. Ja, heute ein Leichenverbrauch, wa? Beziehungsweise ein Körperverbrauch. Oh, diesmal ist er aber direkt raus im Quantum Drive. Sehr schön. Ja, manchmal funktioniert's. So, ja, wir wollen ja auch immer noch Vögel finden. Hast du mal irgendeinen Vogel auf dem Radar gehabt irgendwie, oder? Nein, immer noch nicht, nein. Nix, ne? Nein. So, wir bewundern erstmal wieder die schönen Wolken hier. Ach, es ist schön. Guckt euch das an. Ach. Wolken sehen echt cool aus. Wasser sieht auch geil aus. Aber was ich da eben, warum ich explodiert bin, ich kann es euch einfach gar nicht sagen. Bist du immer noch an dem gleichen Platz oder hast du dich woanders hin bewegt mittlerweile? Nee, ich bin immer noch da. Lass mal lieber woanders hinfliegen. Ich trau diesen Ort. Ich komme aber ein bisschen weiter nach rechts. Ein bisschen weiter nach rechts. Hier starten wir jetzt gleich. Das Wetter ist nicht so geil gerade, ne? Kann sein. Nee, ist ein bisschen stürmisch. So, vorwärts losfliegen, wollte ich euch noch was zeigen, was jetzt auch drin ist, was auch mega geil aussieht. Und zwar, Moment. So, jetzt mal ein bisschen tiefer gehen. So, dann muss ich das Wasser berühren. Das ist fatal. Hier, guckt euch das an. Geil, oder? Boah, finde ich richtig gut.
voll geil aus. Sieht gut aus, ja, auf alle Fälle. So, der macht natürlich auch ordentlich Dampf hier, logischerweise. So, dann wollen wir uns mal zum Chris-Gesellen. Wo ist er? Da ist er. So, dann machen wir mal, versuchen wir es nochmal, oder? Mhm. So, ich richte mich wieder nach dem Horizont aus. So, gehen in die Außenansicht. Bisschen tiefer. So. So, ich muss noch umschalten auf, So, wir dürfen uns natürlich nicht in die Quere fliegen, ne? Nein, nein, ich straight ahead einfach. Ja, yeah, aber wir müssen ja trotzdem parallel sein, sonst kann ja auch straight ahead mal so straight links hier sein. Weißt du? Straight ahead in die andere Gladius rein. So, dann würde ich sagen, bist du soweit? Du musst, also könntest theoretischerweise noch ein bisschen tiefer. Ja, ich trau mich aber nicht. Na gut. Und ein bisschen vor noch. Ein bisschen vor? Mhm. Du bist nämlich noch an Land quasi mit deinem Hintern. Ja, okay. Verstehe. So, ich komme jetzt noch ein bisschen zu dir, warte. Oh Mann, bist du dir sicher? Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Na gut. So, und wir sind bei, wir sind im SCM-Modus, ne? Also du bist nicht im NAV-Modus, ne? Doch, ich bin im NAV-Modus. Nee, wir gehen mal in den SCM-Modus, damit wir den gleichen Speed haben. Okay. So. Sag Bescheid. Moment. So, auf was bist du oben ausgerichtet? Auf dem Breitengrad sozusagen? Ich bin also ich richte mich mal auf 56 aus. Ich bin ein bisschen daneben, also passt. Also rechts daneben, ja? Nicht links daneben. Rechts daneben, genau. Gut. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's. Los geht's. Hopp. Hoppala! Hoppala will ich nicht hören! Alles gut. Ganz schön hoch. Du bist zu hoch. Zu hoch, ich komm tiefer. Uiuiuiuiuiuiuiui! Du bist aber ganz schön tief gerade. Du warst ganz schön tief gerade. Nein, ist gut. Okay. Bin ich tief. Ich kann noch viel tiefer. Glaub ich dir sogar. Ich glaube, wir müssen noch mal alles machen. Meinst du, wir müssen es nochmal machen? Warum? Weiß nicht, wir haben, sind zu weit auseinander gedriftet. Ja, ich glaube, das ist aber auch schwer. Ich glaube, das ist echt schwer, da die Geschwindigkeit zu halten. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu schnell. Vielleicht braucht man gar nicht so schnell, weißt du? Ja. Bitte nicht explodieren. Das war aber eigentlich schon tot. Das war eigentlich schon tot. Ja, aber es war eigentlich hübsch, weil du bist. Ich bin runtergekommen und du bist unter mir durch und hast eine Welle gezogen. Ach so, jetzt schon. Cool. Und ich sehe, ich nehme noch auf. Ah. So, zwischendurch können wir ja mal ein paar Scans machen hier. Vielleicht finden wir ja einen Vogel. Ich glaube aber nicht. So, eine Sache will ich auch noch testen. Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz landen. Wie es aussieht, wenn wir jetzt zu Fuß ins Wasser gehen. Da soll ja auch ein bisschen Welle sein. Na, schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. So. Zack. Ich finde das übrigens geil, dass das Schiff langsamer wird, wenn man das Triebwerk ausfährt. Ich mag das. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber ich finde das super. Ich bin übrigens komplett hier, hier. Hier weht eine steife Brise, Freunde. Guckt euch das mal an hier. Na, hoffentlich, ich habe nichts drunter. Ich hoffe, der Wind, der kommt nicht von unten. Das wäre ein Problem. Dann stehe ich dann nämlich im Adams-Kostüm. Hier, da kommt er wieder mit seiner Welle. Geil. So, wollen wir mal gucken hier, wie das aussieht. Schwupps. Ich will wahrscheinlich die Füße einfrieren, aber... So. Ah ja, hier. Guckt euch das an. Sieht man wirklich so ein bisschen? Oh! Hä? Was war das jetzt wieder?
Ich bin nur gelandet. Ich bin einfach nur entspannt gelandet. Wahrscheinlich bist du auf meinem Schiff gelandet. Kann das nein, sein? Nee, mein nein, Schiff nicht mal ansatzweise. Ich bin einfach nur gelandet. Ja, Freunde, oh, ihr seht, ne? Das ist alles nicht so einfach hier gerade. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja einen guten Cutter mit an Bord. Denn wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach Vögeln. So, wo ist der Headless Chris? Liegt der hier noch? Da ja. Liegt der noch, guck mal. Ja. Noch liegst du hier. Jetzt kann ich ja, kann ja. hier. Looten kann ich dich jetzt. Ja, kannst du machen. Oh Mann, ey. Unfassable. So, kann ich das nicht gleich anziehen hier? Swap? Kann ich das nicht gleich anziehen, was du da hast? Weiß ich nicht, theoretisch ne? Ja. Ach so, wahrscheinlich, weil ich hier noch den Dings hier anhabe. Oh, der flattert aber auf wie verrückt hier. Weg. So, vor allem ich bin ganz langsam runter, ne? Ja, und ja, zack. Irgendwas ist merkwürdig. So. Ah, jetzt geht's. Equip. Ah, sehr schön. Hä? Doch, jetzt. Freunde, ich habe gerade was entdeckt. Und zwar HDPC Farmsway. Keine Ahnung, was das ist. Wir schauen uns das an. Wir sind ja im Auftrag der Wissenschaft unterwegs. Vielleicht ist das ja eine Vogelzuchtfarm, ja? Wie Hörsten Dynamics Piepmatz Company. Genau. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist es auch was Altes und ihr sagt, Mensch, HDPC, das ist doch easy, das gibt's doch schon ewig. Aber mir sagt das nichts. Auf jeden Fall ist alles irgendwas von Hörsten Dynamics. Was hast du? Man kann ja auch nie alles wissen. Nee. So, und wir sind immer noch auf der Suche nach Vögeln übrigens. Ne? Und mein Hut flackert schon wieder. Ach ja, Leute, hier ist noch einiges im Argen. Oh, das sieht mir aus wie... Oh, hier. Transmissible Risk Dingsy. Wie so ein oha. Oh, jetzt hat er hier... Das sieht mir aus wie so ein Dings, ne? Distribution Center, oder was? Ja, ja, genau. Das ist ein Distribution Center, aber von Hurston Dynamics, nämlich. Okay. Oh, hier kann mir vorstellen, dass ich hier sogar beschossen werde gleich. Wir testen das mal. Im schlimmsten Fall sterbe ich. Ja, aber hier so ein Riesending, Alter. Geil. Ja, das ist eine richtige Militäranlage, ist das hier nämlich. PC steht, kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Gut, wissen wir das auch, Leute? Ja, ich mache mich wieder auf den Weg. Vögel suchen. Mit dem Chris. Ja, Leute, alles, was wir hier finden, sind leider nur Steine, die man abbauen kann. Ist auch nicht schlecht, suchen wir aber nicht. Ja. So, wir suchen ja Vögel. So, aber ich habe gerade schon gesagt, das ist eine super schöne Gegend hier bei HDPC da hinten. Da ist nämlich die Station noch, so im Hintergrund. Sieht auch mega geil aus, finde ich. Wenn da im Hintergrund noch so eine riesen Station am Start ist, das hat was. Ne, hier sowas zum Beispiel. Da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass hier so ein Kopion lebt. Ne? Hier so in so einem Teil hier. Ja, dann, dass der hier so seine Höhle irgendwie so hat. Da so. Ne? Würde ich irgendwie ganz geil finden.
Lichtprobleme, ne, wie ihr seht, auf dem Boden. Und dann haben wir wieder was. Ja, Freunde, wir suchen mal weiter. Na, aber ja, geile Gegend, oder? Ich finde, das sieht wirklich toll aus hier. Ja, bis auf, dass das alles noch so ein bisschen rumflackelt und ja, das ist alles noch nicht so optimal. Aber man hat ja Vorstellung, man hat ja Fantasie, ne? Also bis gleich. Ja, Freunde, wir sind hier schon seit Minuten unterwegs, um Vögel zu finden, aber wir finden keine. Und ich muss wirklich sagen, wäre dieser Lichtbug nicht, ja, den ihr hier immer seht, würde mir hier wahrscheinlich schon wieder der Knopf aufgehen. Das sieht so cool aus hier in dieser Gegend. Fliegt hier unbedingt mal hin und guckt euch mal diese Gegend hier mit den Bäumen. Das ist teilweise richtig dichter Urwald. Wirklich geil. Aber keine Vögel. Also wäre ich ein Vogel, ja? Ich würde herkommen. Ich würde es gut finden. So, da hinten haben wir noch was. Wollen wir nochmal hinfliegen? Schauen wir, was das ist. Also wirklich, das ist so schön hier. Und wir reden hier von Hörsten, ne, Freunde? So, hier haben wir bestimmt Vögel. Ein Vogelnest. Ja, wahrscheinlich wieder Steine. Vermute ich mal. Ja, wieder Steine. Tolle Steine. Wir suchen weiter, Leute, ne? Aber guckt euch das mal hier an. Ist das nicht toll? Wie gesagt, bis auf diesen komischen Grafikbug da unten. Der ist doof. Aber wenn man sich den mal wegdenkt, Leute, ist das einfach nur ein Träumchen. Und mit der Gladius sowieso. Passt auf, ich puste. Geil, oder? So gut. Ich glaube, das macht so einen Bock gerade. Gut. Wir machen uns weiter auf die Suche. In der Hoffnung, ein paar Piepmätze zu finden. Ja, Freunde. Flatterhemdchen Sitko ist wieder im Krankenhaus gelandet. Fragt mich nie, warum. Ich habe schon wieder das Hemdchen an. Und der Chris hat sich auch noch im Kreis gedreht. Ja, wir sind einfach wieder irgendwie random explodiert, nachdem wir irgendwie tief geflogen sind. Egal, Freunde. Vogel haben wir nicht gefunden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mittlerweile einen Vogel gefunden habt. Und wenn ja, dann könnt ihr mal schreiben, wo ihr einen Vogel gefunden habt. Wir haben ja noch nicht mal einen Kopion gefunden, gerade, ja, auf Hörsten. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend mit den Tieren und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten EPTU, in der nächsten EPTU-Folge wieder. Mal gucken, was wir dann machen. Und wir hoffen natürlich, dass die Server dann ein bisschen besser werden, denn wir wollen natürlich irgendwann auch nochmal in den FPS-Kampf gehen, aber so, Freunde, sehe ich da schwarz. Ja? Aber sowas von schwarz. Ne? Volle Kanüle schwarz. So, Chris, vielen Dank, dass du mit mir hier durch diese Strapazen gehst. Sehr gerne, sehr gerne. Und Freunde, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Der Bild braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Tschüss. Tschüss. Sag dir tschüss. So. Ach ja. So, ich hoffe, es ist noch alles dran hier, aber ich glaube ja. Na gut, weiter geht's.